Ja, hallo, Michael Kotzo hier, der Rucksackunternehmer. Willkommen an diesem fantastischen Tag zum besten Video aller Zeiten. Heute Geld verdienen mit Amazon, Job und Karriere 2021. Hört sich doch schon mal gut an, oder? Ah, wir kennen das alle, ne? Affiliate-Marketing mit Amazon, Kindle-E-Books, T-Shirts und so weiter. Amazon FBA bei Markus heißt der YouTube-Kanal. Und komm, Attacke, was hat er uns da Schönes mitgebracht? Schönen guten Tag, herzlich willkommen bei Amazon FBA bei Markus. Hier in dem Video geht es um 8 Möglichkeiten bei Amazon Geld zu verdienen. 8 wirklich verschiedene Möglichkeiten. Und krass, 8 Stück. Also was habe ich jetzt gerade aufgezählt? Also, du machst Affiliate Marketing, du machst Amazon FBA, Bücher schreiben, T-Shirts, 4 oder so. Ja. Produkte natürlich listen, aber ob das Amazon FBA oder Produkte selbst listen, ob das immer unterschiedliche Möglichkeiten sind. Ja, bei den einen lässt es versenden, bei den anderen versendet es es selbst. Was haben wir denn da noch alles Schönes? Wir checken das einfach mal ab. Ich zeig dir, wie du an die Informationen kommst, wie du es nutzen kannst, um was es genau geht. Und falls du gerade dabei bist, deine Karriere zu verändern, findest du vielleicht die Möglichkeit, die genau für dich passt. Und obwohl diese 8 Möglichkeiten, mit Amazon Geld zu verdienen, so unterschiedlich sind, wie sie nur sein können, die meisten haben davon auf jeden Fall gemeinsam, dass du praktisch dein eigener Boss bist beim Arbeiten oder zumindest entscheiden kannst, von wo du aus arbeitest, zum Beispiel von deinem Laptop aus, im Garten oder unterwegs auf Reisen. Also ideal, wenn du eigenverantwortlich arbeiten möchtest und flexibel dabei sein willst. Die Vorzüge haben die einen oder anderen vielleicht sogar schon kennengelernt, wenn sie vielleicht gerade durch Corona ins Homeoffice mal geschickt wurden. Auch da gibt es Jobangebote bei Amazon, die ganz regulär so funktionieren. Also bevor ich noch viel zur Einleitung sage, würde ich sagen, spring mal am Computer und ich stelle die 8 Möglichkeiten vor. Und wenn dich sowas interessiert, lass schon mal den Like da. Klick auf den Like-Button unter dem Video, hilft mir ungemein, damit YouTube Videos wie diese auch anderen Leuten vorschlägt. Starten wir ins Video mit der Nummer 1 Möglichkeit bei Amazon Geld zu verdienen. Und das ist ein Arbeitsplatz bei Amazon. Also der klassische Weg überhaupt bei Amazon an. Okay, gibt es. Ach, es gibt noch Auslieferungsfahrer für Amazon und so. Ah, das gibt's auch. Okay, aber du könntest jetzt bei Amazon arbeiten. Willst du bei Amazon im Logistikcenter arbeiten oder so? Nö, will ich nicht. Sehr, sehr lustig. Das, was die im Monat verdienen, habe ich mit Affiliate Marketing 2016 schon in der Woche verdient oder so. Vom Strand aus. Und ich brauchte nicht dort sein und hart arbeiten, meinen Rücken kaputt machen und so. Also, ja, aber ein Arbeitsplatz bei Amazon. Okay. Erste Möglichkeit. Habe ich gar nicht auf dem Schirm gehabt, weil ganz ehrlich, ich habe dieses Arbeitnehmerdenken gar nicht mehr. Ich werde niemals mehr für irgendjemand arbeiten oder so und so niemals mehr mein Leben. Es ist vorbei. Niemals mehr. Angestellt zu werden, ist das überhaupt möglich? Ja, und ist sogar sehr einfach. Auch dafür hat Amazon eine extra Seite. Amazon.jobs. Wenn du das eintippst, kommst du hier auf diese Seite. Und dann siehst du gleich 3 große Bereiche, Möglichkeiten für Studenten. Also das ist, denke ich mal, ideal für alle, die ins Berufsleben starten, ein Praktikum bei Amazon zu haben oder vielleicht als Student dort zu sein oder nach dem Studium mit einer Vollzeitstelle. Also ich denke mal, es ist super für den Lebenslauf, dort gestartet zu haben. Extra Bereich, dann natürlich ganz groß Stellenangebote im Logistikzentrum, also Leute, die einfach anpacken wollen, die sagen, hey, ich möchte einen soliden Job, wo ich sehe, was ich mache, das ist im Logistikzentrum. Und dann haben sie auch nochmal speziell Karrieremöglichkeit in Fernarbeit. Und das ist, denke ich mal, sehr, sehr interessant. Also, du kannst von zu Hause aus arbeiten oder du kannst von unterwegs aus arbeiten, also wirklich Work and Travel sozusagen machen und das mit deinem Computer übers Internet bei Amazon. Da haben sie auch extra Stellenangebote für Leute, die übers Internet arbeiten wollen. Finde ich sehr, sehr interessant. Und egal, was du machen möchtest, du kannst hier über Jobkategorien starten oder direkt über Standorte und dir direkt eine Stadt aussuchen in Deutschland, wo es denn sein darf. Also in Deutschland gibt es ja eine ganze Menge Standorte, aber nehmen wir jetzt mal die Hauptstadt. Sagen wir mal, wir wollen bei Amazon in Berlin arbeiten. Und da sehen wir direkt in Vollzeitanstellungen, wollen sie alleine in Berlin aktuell 472 Stellen besetzen. Also eine ganz, ganze Menge. Und das ist sehr verschieden von Stellen im Kundenservice, von den einfachsten Tätigkeiten, die es da
gibt, hin bis zu super spezialisiert, also Programmierer für die Amazon Web Services und so weiter. Also da gibt es auf jeden Fall jede Menge Angebote. Kann ich alles nicht. Ich bin kein Programmierer und so weiter. Also keine Angebote für mich. Ich müsste es wahrscheinlich im Lager arbeiten. Sehr cool. Jede Menge zu tun bei Amazon. Wer einen klassischen Job sucht, für den ist Amazon.jobs dann die richtige Anlaufstelle. Aber ich denke mal, die Leute, die hier draufklicken, die interessieren sich, was gibt es noch als normale Jobs? Wir kommen jetzt zu Nummer 2 und das ist Amazon Flex. Das ist der Amazon-Lieferdienst. Du kannst also praktisch dein eigener Boss werden, selbstständig werden, als Fahrer für Amazon, als Paketfahrer. Und das habe ich auch schon mal ein bisschen durchgelesen, finde ich auch sehr interessant. Also 25 Euro. Habe ich auch schon mal drauf reagiert, fand ich jetzt nicht so toll. Ich glaube, du musst da halt Benzin, Auto und alles mitbringen. Und dann sind 25 Euro die Stunde für selbstständiger Fahrer fast lächerlich. Also das, je nachdem, wie oft du dein Auto anmachst, wie oft Kupplung und alles verschleißt im Jahr oder in 2 Jahren, hast du da höchstwahrscheinlich so ein bisschen Schwierigkeiten, noch Mindestlohn zu kommen. Es wird schwierig. Und ich weiß jetzt auch nicht, ob das dann halt wirklich pro Stunde bezahlt wird. Auch das Warten beim Abholen der Pakete, Retouren wieder zurückbringen, weil du die Leute nicht angetroffen hast oder sonstige Sachen. Ja, keine Ahnung. Schreib mal in den Kommentaren, wenn du bis jetzt eins dieser Jobs schon gemacht hast. Vielleicht bist du sogar Amazon Flex-Fahrer und sagst, boah, geiler Job. Euro pro Stunde gibt es hier zu verdienen und du arbeitest mit der Amazon Flex App und die macht ziemlich viel. Das fand ich sehr, sehr interessant zu sehen. Auch hier kannst du erstmal entscheiden, welchen Standort du arbeiten willst, guckst, was bei dir in der Nähe ist und dann bekommst du die Amazon Flex App in die Hand und damit kannst du selber festlegen, an welchen Wochentagen, über welche Zeiträume du arbeiten willst. Aber du bekommst ja nur dann Geld, wenn auch Aufträge da sind, oder? Du bekommst ja nicht dann halt einfach Geld, nur weil du es festgelegt hast und auf Bereitschaft da bist, sondern wirklich nur, wenn du unterwegs bist, höchstwahrscheinlich, oder? Ich weiß es nicht genau. Vielleicht gibt es da noch ein bisschen Informationen oder so. Vielleicht sagst du, hey Michael, ich bin Flexfahrer und ich habe Bock auf ein Interview oder so. Schreib mich einfach über Instagram an. Aber im Großen und Ganzen heißt es ja nicht, dass du, wenn du sagst, ich bin von 8 Uhr morgens bis 18 Uhr abends erreichbar, 10 Stunden, dass du dann 250 Euro bekommst, sondern nur, wer Aufträge da sind, oder? Und du bist auf Abruf da, oder wie? Das wäre echt mal so sehr, sehr interessant. Und wenn du das auf Abruf machst, Und dann geben sie dir für die Zeiträume Aufträge. Und das geht dann so los, dass du erstmal Pakete abholst bei Amazon und die selbst scannst mit deiner App und dein Lieferfahrzeug volllädst. Und dann im nächsten Schritt wird die App direkt zu deinem Navi und steuert dich effizient von Kunde zu Kunde, wo du die Pakete ablegst. Und zu guter Letzt kannst du in der App dann einsehen, was dein Verdienst des Tages und der Woche ist und so weiter. Also sehr einfach, praktisch der Uber-Fahrdienst für die Amazon-Pakete. Also sehr interessant, Amazon Flex. Aber ich denke mal, die meisten, die an Amazon denken, die stellen sich irgendwas vor, wie arbeiten übers Internet. Und dahin kommen wir jetzt zum Amazon PartnerNet. Das gibt es schon sehr, sehr lange. Und das ist Affiliate-Marketing. Das heißt, du sprichst Empfehlungen aus zu irgendeins der Millionen Amazon-Produkte, was du dir vorher rauspickst, zum Beispiel auf deinem Facebook-Account, auf deinem Instagram, auf deiner Webseite, in YouTube-Videos und sprichst über ein Produkt, empfiehlst ein konkretes Produkt. Und die Leute, die dann über deinen persönlichen Link auf den Artikel gehen und den kaufen, an denen verdienst du dann, das sind um die 10 bis 12% vom Umsatz, aber nicht nur von dem einen Artikel, sondern von allem, was sich die Leute noch in den Warenkorb packen. Deswegen. Stimmt nicht. Also ja, also alles, was du im Warenkorb packst, aber bis vor kurzem war es halt so, du hast dann, wenn das in der Kategorie ist, du hast eine Tasse empfohlen und keine Ahnung, ob das Haushaltsgegenstände ist, in dieser Kategorie die volle Provision bekommen. Dann hat jemand noch ein paar Schuhe gekauft, da hast du auch die volle Provision bekommen. Und das ist jetzt einfach abgeschafft worden. Du bekommst teilweise dann halt für Querverkäufe nur noch 1,5% oder so. Das ist sehr unterschiedlich bei den Kategorien. Früher hast du die volle Provision bekommen für den ganzen Warenkorb, je nachdem, was für eine Kategorie das war.
Technik ein bisschen weniger, T-Shirts, Schuhe und so auch mal 10%, was sehr, sehr cool ist. Habe ich schon ein paar Mal erwähnt, ich hatte mal ein paar Schuhe, habe ich nicht beworben, ich habe irgendwas anderes beworben, Süßigkeiten oder so. Die Person hat ein paar Damenstiefel gekauft für 300 Euro und ich habe mal eben 30 Euro Provision bekommen, obwohl ich Süßigkeiten oder sonstige Sachen empfohlen habe. Nimmt man mal mit, ne, wenn das noch im Warenkorb. Aber das haben die jetzt, also heutzutage würde ich nur noch, ist wahrscheinlich, was das dann halt, 4,50 Euro bekommen oder so, ne, oder so, je nachdem, 1,5% von 300 Euro, ja, 4,50 Euro statt 30 Euro. Und dann wird es dann schon wieder so ein bisschen nicht mehr so cool. Und das Amazon-Partnerprogramm ist die letzten Jahre immer schlechter geworden. Ja, es kaufen immer mehr Leute ein und so, aber wenn du es auf dem Desktop-Rechner machst, viele benutzen die Amazon-App und so und auf dem Handy, um dann da was zu bestellen und so. Es ist sehr, sehr interessant. Und wenn du zum Beispiel mal Waschmaschinenvergleich oder sowas eingibst, siehst du in Google jede Menge Webseiten, die irgendwie Tests machen und Vergleiche machen. Das sind meistens Affiliate-Webseiten, ja, die vielleicht die technischen Daten aufführen und Vor- und Nachteile aufzeigen und dann sagen, du kannst das Gerät auf Amazon kaufen. Wenn du es machst, dann verdienst du Geld. Ich habe mal hier in YouTube eingegeben, Laufbänder, die besten Laufbänder für zu Hause. Und ich kann dir sagen, das werden alles Videos von Affiliate-Marketern sein. Und wenn du mal guckst, 23.000 Aufrufe, 13.000 Aufrufe, ja, und das ein oder andere Laufband wird da halt über den Tisch kommen und gehen oder so wie auch immer oder per Post verschickt. Also eine gute Provision, ja, und diese Videos sind ja teilweise auch Jahre online, also kann man immer noch gut Geld mitmachen. War aber schon mal besser. Und wert ist es so, Content erstellen solltest du dann halt schon können und Spaß dran haben. Ja, aber das ist eine coole Sache, auf jeden Fall. Die solche Videos machen, bisschen was an Informationen über die Laufbänder hier bereitstellen und dann sagen, der Link ist übrigens unter dem Video zum Laufband. Da kannst du ihn gleich kaufen auf Amazon und dann verdienen die gutes Geld. Und das lohnt sich natürlich bei einem Laufband, was vielleicht 500 Euro oder 1500 Euro kostet. Aber es kann sich auch lohnen, wenn ganz viele Leute kleine Artikel bestellen und dann ihren Warenkorb noch zusätzlich... Lohnt sich nicht mehr ganz. Ne? Wenn ein Laufband, dann kriegst du nur auch für diese Kategorie, je nachdem, was das ist, vielleicht ist es Sport oder so, und dann bekommst du nur für identische Produkte, aber jetzt für Spielzeug oder so, dann halt eine viel geringere Provision. Das ist sehr, sehr schlecht gemacht. Also war viel besser und es war echt eine Empfehlung wert früher. Aber seit ein paar Monaten, ja, lass es. Vollpacken. Deswegen ist Affiliate Marketing über das Amazon Partnernet super populär und der erste Schritt in passives Einkommen, weil du häufig so eine Webseite einmal erstellst oder ein YouTube-Video einmal erstellst und von da an wird es immer geklickt. Die Leute lesen sich es durch, schauen sich es an und du verdienst Geld, wenn Leute darüber bestellen. Eine Stufe weiter und ein bisschen neuer ist das Amazon Influencer Programm Nummer 4 auf unserer Liste. Und das ist speziell für Influencer gedacht. Da kannst du dir, wenn du eine eigene Facebook-Seite betreibst oder ein Instagram-Profil betreibst, einen eigenen Shop bauen und darin Artikel, die du empfehlen willst, in diesen Shop hineintun. Das heißt zum Beispiel, das machen sehr viele YouTuber, dass sie sagen, unterm Link seht ihr zum Beispiel, mit was für einer Kameraausrüstung ich aufnehme, und dann kannst du in die Videobeschreibung klicken und siehst einen Link auf deren Influencer-Store. Und im Gegensatz zum Partnerprogramm, womit du mit einem Link ein Produkt empfiehlst, hast du hier einen Store, wo du ganz viele Produkte sammeln kannst. Da ist dann dein Stativ, deine Kamera, dein Mikrofon und dann sind vielleicht Bücher, die du schon gelesen hast. Wo ich angefangen habe, gab es das auch schon. So ganz primitive Shops und so konnte man sich die Bücher zusammensuchen und sonstige Sachen. Damals gab es noch gute Provisionen, teilweise auch einen Monat lang Provisionen. Also Kunde hat draufgeklickt, hat nach einem Monat gekauft, hast eine Provision bekommen. Also ja, ist okay, kann man machen, aber gelesen hast und vielleicht deine Lieblingssportkleidung
Und da kannst du dir eigene Rubriken machen. Und das ist noch ein bisschen besser für Influencer, weil zum Beispiel, wenn du Instagram hast, weißt du, du kannst in deine Profilbeschreibung einen einzigen Link tun. Und das war's. Du kannst in Posts keine Links reintun bei Instagram. Und deswegen ist es für die Influencer so interessant, den einen Link zu haben, der auf eine Zahl von Artikel geht, den sie empfehlen. Und ab da funktioniert. Ah, ich glaube, da kann man auf Instagram viel besser Geld verdienen oder so mit digitalen Infoprodukten oder dass man die Leute auf einer anderen Plattform von sich leitet oder sagt, hier mein Telegram-Kanal oder so und baut sich eine Reichweite auf oder so. Oder hier mein YouTube-Kanal, abonniere mich dort auch. Oder man nimmt halt ein Tool, wo man dann halt über diesen Link dann mehrere Links hat oder so. Check einfach mal ab, Instagram Michael Kotzur und guck einfach mal in eine Biografie, wie ich das mache. Ich habe da zum Beispiel ein sehr, sehr geiles Tool. Das ist mega geil. Da kann ich dann halt hunderte Links reinpacken in Instagram und check das Tool einfach mal ab. Einfach bei mir im Profil ist das. Und ja, so mache ich das. Jetzt genau wie das Partnernet, sollte jemand über den Store kaufen, kauft er von anderen Händlern Artikel, die es sowieso auf Amazon gibt, aber du bekommst für die Empfehlung eine Provision. Kommen wir zum Schritt Nummer 5, und das ist eigentlich das Kerngeschäft von Amazon, das ist der Verkauf von Büchern. In den letzten beiden Beispielen hast du nur die Artikel von anderen Leuten empfohlen und hast deswegen nur eine Empfehlungsprovision bekommen. Hier bekommst du den Hauptteil des Geldes, weil du bist derjenige, der das Angebot, das Produkt erstellt hat. Und darüber kannst du zum Schriftsteller werden. Du erstellst ein Buch, aber es muss nicht gedruckt werden. Du schickst das Skript an Amazon mit einem Cover an Amazon und von dort aus können es dann Kunden kaufen als digitale Variante, als digitaler Download oder Amazon druckt es für dich und verschickt es als gebundenes Taschenbuch. Das ist natürlich sehr interessant. Es macht es natürlich sehr einfach, Bücher zu verlegen. Du musst nicht erst einen Verlag suchen, der in dich investiert und 1000 Kopien erstmal im Voraus druckt, sondern du kannst einfach rausfeuern, was du fertig kriegst und geschrieben bekommst. Aber noch mehr als das, du kannst andere Leute beauftragen auf Dienstleisterseiten wie. Ja, mega Geschäftsmodell, gerade wenn du selbst schreiben willst oder hast vielleicht schon ein paar Bücher und sagst, ach, ich habe nie einen Verlag gefunden und so. Einfach hochladen, ein bisschen optimieren, fertig ist das. Und du kannst gucken, ob das irgendjemand kauft. Und da sind schon ein paar Bestseller auf den Markt gekommen, die danach dann halt irgendwie einen Vertrag bekommen haben bei einem ganz normalen Verlag. Oder auch du lässt es schreiben. Ist eine sehr, sehr coole Welt. Ich sage das immer mal wieder. Ich habe vor 2 Jahren mal ein paar Bücher hochgeladen und bekomme immer nach 2 Jahren immer noch so viel. Es reicht, um essen zu gehen jeden Monat. Ja. Fiverr.com. Und wie gesagt, ich mache das jetzt nicht aktiv, ne? Wenn du natürlich dann halt wöchentlich oder monatlich neue Bücher hochlädst, wäre es natürlich was anderes. Vor 2 Jahren oder so irgendwie gefühlt das letzte Mal was hochgeladen und bekomme immer noch Geld. Also es ist cool. Und wenn du das natürlich professionell machst, kannst du davon auch leben. Ja, coole Sache. Buch für dich zu schreiben und jemand anderen, der ein Cover erstellt. Und da gibt es auf YouTube jede Menge Training von. Ich weiß, da gibt es auch jede Menge Leute, die es zu einfach darstellen, was die Arbeit angeht, und zu lukrativ präsentieren, was die Vergütung angeht. So von wegen, man muss nichts an Talent mitbringen, weil alle anderen machen es für dich, aber du verdienst 10.000 Euro im Monat. Also ich glaube, so leicht ist es nicht, irgendwie ein 10-Seiten-Buch über Diät zu schreiben oder über sonst welche Tipps, weil davon gibt es schon genug. Aber ich denke, wer sich wirklich interessiert zu schreiben oder wer wirklich Ahnung hat über bestimmte Nischen und sagt, dann würde ich gerne was veröffentlichen, für den ist das der leichteste Weg, Bücher zu schreiben und die an Kunden zu bringen. Kommen wir zum Punkt Nummer 6. Das ist Amazon Handmade. Auch wieder etwas für Leute, die selber etwas kreieren wollen, diesmal aber physische Produkte. Und die sind typischerweise Unikate, sei es eben ein Deko-Gegenstand, wie vielleicht irgendeine Lampe, die du selber machst, oder ein Tisch, den du selber schreinerst, oder sei es auch den Schal, den Oma häkelt. Da kannst du deine Oma hinsetzen und sagst, wie viele Schals kannst du am Tag häkeln? Ich hau alles auf Amazon weg. Und das geht mit Amazon Handmade sehr gut. Da gibt es nämlich eine Seite in Amerika, Etsy heißt die, die ist super populär. Also Etsy ist echt cool. Ne? Also bei Etsy die Sachen gelistet zu bekommen, ist mega, wenn du so etwas machst. Ja. Der
für Handwerksarbeiten. Das mögen offenbar viele Leute, Unikate zu Hause zu haben oder Sachen, die personalisiert sind mit ihren eigenen Namen drin. Und dafür ist Amazon Handmade richtig, Leute, die ein Hobby haben oder Handwerker sind, mit dem Kunden zusammenzubringen. Und das finde ich auch. Okay, das mit den Handmade hatte ich jetzt auch nicht auf dem Schirm, weil das mache ich ja nicht, ne? Aber natürlich kannst du das auch machen. Aber ist dann halt auch so, eigene Produkte verkaufen, ob die jetzt Handmade sind oder du kaufst die aus China ein oder so. Ja, ist halt Verkauf von Produkten. Ist cool. Ne? Auch sehr interessant, auch für Handwerker, die irgendwas personalisiert herstellen. Und die Kunden, die haben einen extra Eingang dafür auf Amazon für Handmade. Das wird nochmal extra präsentiert. Es wird auch nochmal nach Städten geordnet, nach Regionen. Du kannst zum Beispiel speziell Handwerksarbeiten aus München angucken. Die sehen vielleicht anders aus wie Handwerksarbeiten aus Thüringen. Und finde ich eine sehr interessante Sache für die Leute, die gerne basteln und das vielleicht dann auch mal zu Geld machen wollen mit anderen Teilen. Kommen wir zur Nummer 7. Und das ist auch sehr populär geworden in den letzten Jahren, Merch bei Amazon. Kennst du auch von vielen YouTubern, gerade vielleicht irgendwie Spiele-YouTubern, die sagen, hey, bist du ein Fan, willst du mich unterstützen? Trag ein T-Shirt mit meinem Kanal-Logo drauf und dann haben sie den Link zu ihren T-Shirts dort. Da müssen die aber nicht. Das ist auch sehr, sehr interessant. Ja, muss man einfach sagen. Nicht in Vorleistung gehen oder irgendwas drucken lassen, sondern die laden nur ihr Logo rauf, kreieren ihren Amazon-Store. Dort kann man sich es dann als Grafik anzeigen lassen und Amazon druckt ein T-Shirt in der Farbe, in der Größe erst, wenn es ein Kunde von dir bestellt. Und Amazon teilt sich dann den Profit mit dir. Eine sehr interessante Sache. War gedacht für Influencer ursprünglich, aber wurde auch super angenommen für alle Leute, die gerne designen. Einfach T-Shirts mit Sprüchen zum Beispiel machen. Ne? Sei es vielleicht gerade, dass irgendeine Sportveranstaltung ist, wie irgendwie Fußball-Weltmeisterschaft, Europacup oder sowas. Oder große Veranstaltungen. Bitte nicht Fußball-Weltmeisterschaft draufschreiben oder so. Das könnte schwierig werden. Also so FIFA, World Cup oder sonst was. Alles markenrechtlich geschützt. Ne? Also musst du echt aufpassen, wenn du so etwas machst. Ganz, ganz vorsichtig. Veranstaltungen wie Oktoberfest oder Mottos zum Geburtstag und machen T-Shirts. Oktoberfest weiß ich nicht. Wird höchstwahrscheinlich nicht geschützt sein, aber lieber prüfen. Ne? Oktoberfest München ist dann schon wieder was anderes oder so. Könnte echt geschützt sein, dass dann halt die Veranstalter vom Oktoberfest München dann Oktoberfest München geschützt haben und die das nicht so gerne sehen. Aber keine Ahnung. Solltest du echt überlegen, ob du das machst. Und vorher ein bisschen erkundigen, gerade bei so Sachen. Ne? Wie Oktoberfest München vielleicht im Zusammenhang. Aber es könnte noch sein, dass es eine coole Nische ist. Also, ich will dich nicht hier aufhalten oder so, aber trotzdem vorher gucken, darf ich das? Mit irgendwelchen Symbolen oder Sprüchen drauf und das wird auch sehr, sehr gerne gekauft von Kunden über den Amazon Store und da kannst du praktisch den ganzen Tag nichts anderes machen, außer Grafiken und Sprüche raufladen und schauen, was gekauft wird. Auch da gibt es wieder Leute, die sowas von Designern machen lassen, vielleicht eine grobe Idee haben und sagen Designer, hey, setz das grafisch um, du lädst es rauf und kassierst dann aber das Geld dafür. Auch eine sehr interessante Sache. Und kommen wir zum Punkt Nummer 8 und zum letzten Punkt. Und das ist wahrscheinlich den meisten klar, die den Kanal schon abonnieren. Da geht es um Amazon FBA. Da bist du zum Amazon-Händler. Und ich denke mal, noch nie ist es so einfach gewesen, wie jetzt sich selbst nicht zu. Okay, das ist der letzte Punkt. Aber wie gesagt, ich, ja, je nachdem, ob man jetzt sagt, Amazon FBA oder Sachen einfach selbst verschicken oder von Amazon verschicken lassen. Ja, Amazon FBA ist eine coole Sache auch. Natürlich auch Risiken. Es wird immer so einfach dargestellt, hey, kaufst du irgendwelche Handyhöhlen oder so, aber die Handyhöhlen werden ja auch mal alt. Und gerade auch, wenn das größere Sachen sind oder so, was machst du, wenn Amazon das nicht mehr listen möchte? Oder ich habe viele Leute kennengelernt, die Bestseller auf Amazon hatten und dann auf einmal nimmt Amazon die Produkte selbst im Sortiment rein und listet die Leute gar nicht mehr. Business ist dann halt ganz unten. Also aufpassen. Zu machen. Als Händler und wirklich die Chance zu haben, ein Unternehmen zu bauen, das richtig groß zu skalieren und zu handeln, aus China zu importieren und das ohne irgendwo große Geschäftsgebäude zu haben, wo Kunden reinkommen, weil die kaufen alle online bei Amazon
Und du musst auch kein Lager haben, weil Amazon baut überall Lager in Deutschland und dort lagern die freien Händler ihre Ware ein. Die freien Händler, die sowas machen, die sind für über 50% von den Verkäufen auf Amazon verantwortlich. Also die größte Einnahmequelle, wenn es ums Verkaufen von Produkten geht für Amazon. Und deswegen ist es weltweit so populär, weil es so einfach wie nie war, so viele Menschen zu erreichen, die täglich auf Amazon kommen und dann zum Beispiel deine Produkte finden, wenn du dort einen Amazon-Store hast und deine eigenen Produkte von Amazon verkaufen lässt und an den Kunden rausschicken lässt. Auch hier hast du hauptsächlich den kreativen Teil zu tun, Produktideen finden, Produkte beschaffen, zum Beispiel aus China, kann aber auch natürlich auch aus Europa, aus Deutschland sein, dafür zu sorgen, dass sie nach Amazon. Also, ich finde es immer sehr, sehr lustig, dass immer nur diese China-Sache und so. Es kann natürlich auch aus Indien sein, Pakistan mit Bettwäsche oder sonstige Länder oder doch aus Amerika irgendwelche Sachen, die noch in Amerika hergestellt werden oder irgendwelche Sachen, die in England noch hergestellt werden, bestimmte Lebensmittel oder so, gehen natürlich auch nur Süßigkeiten oder so. Also, dass das immer so begrenzt ist. Ich kenne sogar jemanden, der macht das mit Frankreich. Es gibt also ein paar Produkte in Frankreich, die auf jeden Fall viel, viel günstiger sind wie in Deutschland und die es in Deutschland kaum gibt oder so. Und der macht das dann halt, holt die Sachen aus Frankreich und die werden dann halt eingelagert bei Amazon in Deutschland. Also, wie gesagt, dieses in China ist immer so überhaupt nicht kreativ, ne? Es gibt so viele Möglichkeiten. Du könntest das ja auch in der Türkei. Die Türkei, die produzieren ja auch total viele Sachen. Also. Es gibt immer nur dieses China bei den ganzen Leuten. Lustig. Geschickt werden und dann das Listing mit Text und Fotos erstellen. Von da an macht Amazon den Hauptteil der Arbeit, wenn es wirklich darum geht, die Produkte einzulagern, zu versenden, Zahlungen anzunehmen, Kundenfragen zu beantworten, den Service zu machen. Und du als Händler konzentrierst dich auf die wichtigen Dinge, die wirklich mehr Umsatz bringen. Und falls dich das speziell interessiert und du noch nicht den Kanal abonnierst, jetzt eine Chance, unter dem Video auf Abonnieren zu klicken, auf das Glockensymbol daneben. Okay, sehr cooles Video. Die Sachen mit den Amazon-Pakete ausfahren habe ich mal wieder vergessen vorher. Mein Name ist Michael Kotzer, ich bin der Rucksackunternehmer. Ich habe hier noch zwei weitere Videos für dich. Check die auch ab. Ich bin raus. Ciao.